Überall fehlt an Arbeitskraft. Was sind wir denn hier? Achtung, der Boss. 6 von 9. Ich bräuchte noch 15 Arbeitskräfte. Wenn wir auf die Kohlemine hier hinten verzichten, können wir die Kohle von dort aus nutzen. Dann hat sich das hier auch erledigt. Dann fährt der da manuell hin, wenn es unbedingt sein muss. Ich wollte hier noch einen Teil, einen Hafen hinbauen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch Schutzmaßnahmen treffen, sonst wird die Insel nämlich als erstes versenkt. Da können wir uns nämlich drauf verlassen. Die beide nach vorne. Ja. Wenn wir da nämlich schleunigst irgendwas aufbauen. Ach ja, ich hab da oben. Ich hab's gerade nicht gesehen. Tut mir leid. Ich hab gerade nicht aufgepasst. Hier darf ich? Danke. Schließen wir den hier mit an. So, alle dicht an dicht. Wir brauchen noch 20 Kanonen, die wir rüberschleppen müssen. Irgendeiner muss jetzt mal durchflitzen da nach oben und 20 Kanonen hinbringen. Schicken wir das Flaggschiff. Steht bereit. Schiff unter Beschuss. 20 Kanonen. Noch mal ein paar Steine. Stahlträger, Holz ist schon eng. Stahlträger haben wir noch genug. Segel! Wir fahren ihn hier hoch. Wo werden denn schon wieder hier Schiffe beschossen? Lass ihn nach Hause fahren. Könnte nichts mehr machen. Ich könnte seine Hauptstadt vernichten, dann hätten wir Ruhe. Wenn ich die Hauptstadt einnehme und vernichte, habe ich gute Karten, hier wieder weiterzumachen. Weil er wohnt wirklich direkt nebenan und seine Haupthandelsroute läuft auch direkt bei mir vorbei. Also es ist wirklich wieder sehr, sehr ungünstig, dass wir Krieg haben. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt mit ihm hier gut Freund werden kann. Also das wird ein richtig, richtig hartes Spiel jetzt. Also, wenn ich ihn überleben lassen will. Steuermann? Ach, Mann, das wäre heute so schön gewesen. Angegriffen. Ja. Da wird der Hafen beschossen, das heißt, das muss da alles verlegt werden. Der ganze Hafen. Das hätte ich ganz gerne irgendwie anders hingestellt. Aber das geht nicht. Das kriegen wir nicht anders hin. Dann stellen wir die mal 4 nach vorne. Damit die nicht im Weg stehen, wenn einer von rechts kommt. Deswegen darum geht's. Zack. So, du musst dich auch hinter den Dings zurückziehen. Ja, da ist noch Schnaps dabei. Dann brauchen wir ja nicht. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, wir haben keine Arbeitskräfte dafür. Entspann dich mal. Wir arbeiten dort dran. Mehr geht aber leider nicht. Mehr kriegen wir nicht zusammen. Jetzt haben wir schon 1500. Und, wir müssten jetzt bei Gelegenheit. Oder geht's noch so? Den Glühbirnen könnte knapp reichen. Ja, die sind voll. Die Glühbirnen sind voll. Siehst du, wir müssen noch ein Schiff. Jetzt haben wir das zurückgeschickt, nicht wahr? Ist der noch da?
Ja, gut. Wir schicken jemanden, der das übernehmen kann. Müssen wir was mitnehmen? Nein. Ja, wie kommen wir jetzt hier voran mit der Attraktivität? Gar nicht, ohne Items. Ohne Geld können wir keine Items kaufen. Das heißt, ich brauche jetzt wieder eine neue Werft. Muss jetzt hier wieder mit eingeführt werden. Ich weiß nicht, was ich sonst noch brauche. Normale Werft. Zack. Tun wir den dahin, dann läuft schneller. Sie haben an Einfluss. Müssen wir mal ein bisschen aufrüsten jetzt wieder. Neue Befehle? Gut, haben wir hierfür noch Items? Das ist jetzt so eine Frage, die mich interessiert. Haben wir hierfür noch Items? Und zwar irgendwas in Richtung, wir verbessern mehr Quarz und so. Die Uhrenfabriken könnten mehr Glas produzieren, wenn ich mir da Mühe gebe. Hatte der das Item da schon drin? Eins hatte er drin, aber ich weiß nicht, ob es dasselbe war. Ja, das war dasselbe, gut. Dann nehmen wir den mit rüber. Die Waffenruhe wurde beendet. Aber sonst noch was hier, was wir brauchen? Ja, vielleicht ein bisschen Holz. Die Waffenruhe wurde beendet. Zack. Stahlträger haben wir momentan genug. Und ein bisschen Beton kann auch nicht schaden. So, ich muss mir echt hier Gedanken machen. Wie kriegen wir das jetzt hier geregelt? Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Ja, eingeschränkt. Die Menschen lassen sie hochleben. Ein Feuer ist ausgebrochen. Du bist oben angekommen. Gut. Hält er ein bisschen durch. Und jetzt fehlt mir hier noch Holz und Steine. Oh. Dich da. Schön weit außenrum. Fahr ja außenrum. Dann nimmst du noch von hier nochmal Steine mit, fährst die hier hoch. Und dann sollte das reichen. Schön hier lang. Ganz vorsichtig. Ich hasse es immer, wenn ich mal schon nochmal darauf aufpassen, weil das, der Fehler passiert mir garantiert, früher oder später. Ja. Da haben wir schon 4 zu stehen. Der eine läuft sogar unter Strom. Plus nochmal 30%, also ein Quarz sollte es jetzt nicht liegen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich. Jetzt sind wir noch mit den. Ich habe mich gerade mit ihrem lächerlichen Ärger. Panik, nur Panik. Ich habe selbst noch einen. Nun kann ich endlich. Es freut mich zu beobachten, wie. Dachtest du, du hättest uns. Heute ist kein guter Tag, um zu sterben. Ich habe mit allen Frieden geschlossen. Dafür will ich jetzt aber auch noch ein paar Punkte haben. Eingeschränkt nahezu sicher, keine Dings. 11 Punkte haben wir ja schon wieder. Wird nicht einfach. Mm-mm. Fehlt uns hier drüben was? Ja, Holz momentan. Steine. Wollen wir ihn nach rüber schicken? Ja, er fährt auch mit rüber in die neue Welt. Versuchen wir mal zu gucken, ob wir da nochmal das letzte Ding für die Anden bekommen. Ansonsten hat sich meine Taktik ja hier gerade erledigt. Hier die ganze Sache irgendwie gemütlich aufzubauen. Und ganz genau zu gucken, was wir reintun. Apropos, wie viele Tierchen habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Was fehlt mir denn? Die Ziege fehlt mir. Seepferdchen.
Wo ist der Rochen? Den haben wir auch noch. Und die Knuschkugelfisch, den haben wir auch. Ja, zwei. Aber wenigstens eins haben wir dann schon voll. Den tun wir auch noch mit rein. Und den Ochsen, den haben wir auch schon mit drin. Neue Palaststufe, ja! Wenigstens ein kleiner Vorteil heute. Was war das jetzt? Wo war die Lichtung oder war das hier vorne? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. 30% weniger Verbrauch. In jeder Art von Menagerie gewöhnt man sich schnell an die Rüpel. Ja, das bringt uns alles nicht viel. Kulturrausch, Einbelohnung für Weltausstellung. Der wäre schon wichtig. Vor allen Dingen, wenn das Ding heute noch versucht, fertig zu werden. Aber nur, wenn wir hier drüben 300 zusammenkriegen. Was ich arg bezweifle. Die sind zwar gebufft, die Jungs hier. Aber ich glaube noch nicht, dass wir 300 zusammen haben. 300 haben wir noch nicht. Wo ist er denn? Wo haben wir es denn? Schokolade haben wir jede Menge. Doch, wir haben gleich die 300, haben wir gleich geknackt. Fehlt also nicht mehr viel. Aber zumindest das Gute ist, unsere territoriale Lage macht es halt möglich, dass wir, selbst wenn wir im Krieg sind, uns hier jedenfalls in diesem Gebiet sehr gut verteidigen können. Ja, ich kann jetzt zwar nicht mehr handeln, aber dennoch kann ich ja hier meinen Schiffsverkehr gut bewachen. Ohne großartige Probleme. So, versuchen wir jetzt das hier auch noch ein bisschen auszuweiten. Zack, zack. Schmeißen wir erstmal alles, was irgendwie ein bisschen an Wert hat, damit rein. Ach, der Löwenzahn, der hat uns noch gefehlt, nicht wahr? Ja, heilend. Das ist schon mal schön. So, wir brauchen nur noch diese seltene, dann haben wir das auch schon mal voll. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, komm, tun wir den Lagerplatz rein. Hier, 10 Einfluss pro Modul ist egal. Weltausstellung kriegt einen dazu. Das ist echt schön, dass wir das zum Anfang reingepackt haben. Da hat sich wirklich jemand dabei Gedanken gemacht und gesagt, was könnten wir denn als erstes gebrauchen. Nutzwaren, das wäre schon schön. Das brauchen wir noch. Da müssen wir noch irgendwie rankommen. Untersteht euch. Ich kann hier vorne auch noch einen Kanonenturm hinsetzen. Gut, kann ich nicht, aber ich kann drüber nachdenken. Wenn der Kanon... Ah! Da könnte sogar noch ein Stück höher stehen. Zack. Dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen Verteidigungsreichweite. Wie weit geht denn der? Oh, ist nicht viel, aber ein bisschen. Junge, diese Rumbänderei, die fackeln hier ständig ab. Das ist ja echt furchtbar. Gut. Du bist hier oben angekommen. Das ist schon mal sehr schön. Versuche hier noch ranzutuckern, um mal zu gucken, was du so kriegst. Und dann versucht sich der nochmal davon zu stehlen. Mit Uhren. Mit Phonographen. Ihr Hafen wird angegriffen. Gerade ist ganz schlecht, ich kann gerade nicht. Schiff unter Beschuss. Ich kann gerade nicht. Baldrin! Wo wird denn jetzt geschossen? Ist das nur der eine? Volle Segel!
Verstärkung kommt. Schiffe sind auch noch im Bau. Könnt euch darauf verlassen. Demnächst ist hier Stimmung. Komm, dann fährt der erstmal nach Hause. Der hat noch Items dabei. Verzieht ihr euch? Wird auch Zeit. Schiff vom Stapel gelaufen. Segel setzen! Ein neuer Wachposten hier vorne. Steuermann! Den müssen wir jetzt manuell fahren. Ball drehen! Dann müssen wir auch im Schiff unter Beschuss Blick behalten. Und jetzt muss ich natürlich Schiffe aufpassen. Admiral anwesend. Er fährt hier gerade durch meine Hoheitsgewässer. Aber der kommt da nicht weit. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Nicht der Ruhm, das. So, wo ist jetzt mein Handelsschiff? Wenn er es bis dahin schafft, hat er es geschafft. Frachtschiff steht bereit. Ja, nicht so weit weg. Das ist schlimm, du musst alle zwei Sekunden irgendwo gucken. Warum steht das? Schiff unter Beschuss, Schiff unter Beschuss, Schiff unter Beschuss, Schiff unter Beschuss, nur unter Beschuss. Ich finde ihn nicht. Da ist er. Hier. Mein Gott, alle auf ihn. Er fährt hier sonst und versenkt hier noch alles. Lass meinen Öltanker in Ruhe, ich warne dich. Bitte, wir nehmen jede Hilfe an. Nein, ich kann gerade nicht. Ich bin komplett ausgelastet, aber wirklich, jetzt total. Alle Schiffe holt ihr euch. Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt versinke, kriege ich wieder Minuspunkte. Ich kann mit ihm keinen Frieden schließen. Hinter ihn, hinter ihn. Volle Segel! Man könnte meinen, du wärst gar kein Royalist. Du bleibst hier stehen. Sie schließen sich der gerechten Sache an. Du übernimmst das, du übernimmst das, du übernimmst das, du bist jetzt da, du nimmst das ein. Wahnsinn, wie viel Geld verloren geht, ne? Durch diesen einen kleinen Handel hier wieder. Eine Million gut gemacht, die wir ganz dringend brauchen. Wenn wir jetzt noch dieses Item kriegen würden, womit wir Strom vorne kriegen. Und gleichzeitig Perlen produzieren. Das wäre echt schön. Hypnotiseur einsacken, mitnehmen. Bisschen Geld haben wir. Kann ich Schaden einsacken, mitnehmen. Das Messing für Goldbarren nehmen wir erstmal mit. Ich weiß nicht, hätten wir die jetzt doppelt? Ja, dann ist halt so. Ich bin gerade ein bisschen in Panik. Ich muss jetzt hier so viel wie möglich mitnehmen. Gut, Reise, gut. Fangen wir damit an. ...20 nochmal für Steinbrüche. Na, für später. Komm, nimm mit. Einmal würfeln können wir noch. Zack, 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 zack. Alles mitgenommen, einsacken. Fahr hier oben lang. Weg sind wir. Du kommst jetzt nach Hause. Wir werden beobachtet. Sobald wir können, bauen wir hier auch Kriegsschiffe. Unser nächstes Material, was wir brauchen. Jetzt kommt auf jeden Fall genug Kupfer und Zinn rein. Das heißt, wir werden die Produktion hier jetzt steigern. Machen wir es mit einem. Das ist zu wenig. Na, auf jeden Fall
Uhrenwerkstätten da. Die müssen auch mal gebufft werden. Könnten wir theoretisch tun, wenn wir jetzt hier eine neue Produktionsstätte aufbauen. Strom haben wir da. Das ist alles da, was wir brauchen. Das sieht dann alles ein bisschen kurios aus, aber was soll's. Erhöhen wir die Anzahl... Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass uns an Arbeitskraft mangelt. Wir ziehen hier noch eine Straße durch. Dann müsste aber diese Industrieanlage nochmal irgendwo anders stehen. Strom haben wir ja. Strom ist nicht das Problem. Stellen wir das hier alles erstmal irgendwie auf. Dann kommt zuerst er hier rein. Vollkornmaterialien hatte ich. Was ist jetzt schon wieder? Achtung! Ernsthaft? Das war zur Ablenkung wahrscheinlich. So, fahr mal runter. Wo war ich jetzt? Jetzt bin ich wieder raus. Das Ding gebaut. Gut. Erhöhen. Brauchen wir noch mehr Beton? Sie sich nicht an den Damm folgen. Ich würde das gerne ein bisschen anders stellen, aber es ist leider gerade nicht drin. Kriege ich das hier gut gestellt? Momentan gerade gar nicht. Sieht alles total doof aus. Ja, aber so richtig. Zumindest sparen wir Glas. Wir brauchen jetzt Material. Unsere Militärschmiede muss ja auch noch irgendwo mit rein. Oh Gott, ist das hier wieder riesig, sagte die Frau. Dann muss ich ihn so hinstellen. Kriege ich den so hin, die Straße oben abreißen, dann kriegen wir oben nur ein Feldverlust. Dann steht der da erstmal. Irgendwie. Salpeter haben wir, kein Problem, können wir machen. Müssen wir natürlich uns irgendwo Platz schaffen. Fragt sich nur wo und möglichst auch irgendwo, wo wir Strom haben. Haben wir aber nicht. Also stellen wir das Ding einfach so auf. Ohne Strom. Reduzieren hier. Und bauen Salpeter an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Daneben kommt jetzt die Industrie Deluxe. Hier kommt nochmal eine Feuerwehr mit dazu. Drehen wurde um 1 erhöht. Gut, du kommst jetzt erstmal nach Hause in den Heimathafen. Und jetzt schauen wir in der neuen Welt nochmal, ob wir da nochmal runterkommen und vielleicht nochmal was einkaufen und verkaufen können. Gut, wir packen alles ein, was geht. Hütte. Tabak können wir verkaufen, Schokolade und vor allen Dingen den ganzen Sekt. Den brauchen wir nicht. Komm hier runter. Der hat noch Steine mitgebracht, wie fürsorglich von ihm. Auch nochmal Sekt mit, macht den kleinen Wachposten. Wie weit sind wir? Wie läuft's? Da bewegt sich gerade nichts. Das ist nicht gut. Es fehlt gleich nur noch ein bisschen. Wir sind bei Formel ist. Na, sag mal schnell. Ein bisschen hier Glühfäden, ein paar Glühfäden fehlen uns noch und ein bisschen Kautschuk. Den holen wir jetzt gleich. Wir sind gleich auf dem Weg. Es kann gleich losgehen. Wir allen. Beim nächsten Mal wird alles fertig. Wir hätten es heute geschafft, aber durch den Krieg fehlen wir wieder Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann ist die Zeit schon wieder um. Ach,
laden wir erstmal alles aus. Zack, zack, zack. Die Hüte haben sie ja nicht wirklich gebracht. Gut, fahr ran. Pack den Kautschuk ein. Wir gehen mit dir noch shoppen. Gucken, was wir noch kriegen. Hypnotiseur, bam, eingepackt. Ohne Diskussion. Jetzt wird nochmal so lange gewürfelt, bis wir vielleicht eventuell noch irgendeinen Item finden, was wir brauchen. Aber das sieht nicht so aus, als wenn wir hier noch irgendwas kriegen. Könnten wir den Kondor mitnehmen? Ja, wenn wir noch eine Minute warten. Gut. Wie sieht's aus, mein Freund? Kriegen wir das noch irgendwie gerettet? Bevor er hier... Verdammt! Ja, vergiss es. Wenn ich mit den anderen gut Freund bin, hilft mir das ja auch weiter. Sie sind der Erste, dem das aufgefallen ist. Ich würde gerne mit ihm handeln. Ich würde auch gerne mit dir handeln. Ah, das gefällt mir nicht. Vergiss es. Keine Chance. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Gut, bring den Hypnotiseur hier rüber. Bleib hier erstmal stehen. Auf den Kondor können wir auch verzichten. Du packst jetzt dir das ganze Teil noch mit voll. Wo ist er denn, mein Kautschuk? Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Ah. 300 mal Kautschuk. Zack, ab nach Hause. Beim nächsten Mal kommt der an, dann können wir das Ding fertig bauen. Jetzt wäre natürlich jetzt... Haben wir noch... Ja, wir kommen an die nächste Stufe nicht ran. Wir werden jetzt noch probieren. Wir haben ja alles vollgeballert. Also es ist wirklich gerade echt schlecht, noch irgendwo irgendwas unterzubringen. Weil ich würde jetzt ja auch ganz gerne mal den Besucherhafen nebenbei bauen. Aber hier ist alles vollgehämmert. Gerade mächtig viel wieder an der Glasproduktion verloren, aber richtig viel. Das Ding funktioniert jetzt, damit können wir den auch anschmeißen. Dann müssen wir hier dafür sorgen, dass wir den noch anschmeißen, damit wir wenigstens noch einen haben, der nochmal zusätzlich nochmal was liefert. Um den Verlust wieder auszugleichen, den wir hier eingebüßt haben, damit das erstmal funktioniert. Gut, jetzt müssen wir nämlich auch mal einen Besucherhafen bauen. Weil jetzt haben wir Attraktivität, jetzt macht das auch Sinn. Jetzt müssen wir den natürlich nur noch untergebracht kriegen, das ist auch wieder so ein Problem. Den könnte ich sogar näher ranstellen. Jetzt wird wieder ein Gepuzzle. Dich brauchen wir nicht mehr. Kannst einen Hartz-IV-Antrag stellen, das war's für dich. So, das steht und jetzt passt hier auch der Besucherhafen hin. Bam. Bam. Und ich hatte noch ein Item gekauft, richtig? Eins hatte ich gekauft. Hafenmeisterei, sei dabei. Ei, ei, ei. Hatten wir nicht? Ja, wir hatten doch ein Item. Er hat sich mitgenommen, so ein Mist. Toll. Na gut. Mehr ist nicht drin. Haben gemacht, was wir konnten heute. Nächstes Mal ist es fertig. Dann kommt die 300er Lieferung. Wir können noch schnell, bevor ich das vielleicht noch vergesse, hier nochmal erhöhen, damit das nochmal schneller geht. Kautschuk ist beim nächsten Mal da. Dann haben wir auch die Attraktivitätsstufe hier erreicht. Die wird uns nämlich auch weiterhelfen, dass wir nochmal ein bisschen Getreide, Kartoffeln und so weiter bekommen. Das ist wirklich extrem viel, was dabei rumkommt. Aber ich will ja eigentlich an die Schwerindustrie ran. Ah, das kriege ich beides gleichzeitig. Ich habe gerade nicht hinten drauf geachtet. Ich habe gedacht, das ist ein Stück höher. Dann kriegen wir schon ein paar Wagen und so weiter und so fort. Ja, mal schauen, ob wir nächstes Mal irgendwie... Ich versuche jetzt mal mit Gewalt Frieden zu schließen, aber das wird echt eine Mammutaufgabe. Na gut, schauen wir, wie es weitergeht beim nächsten Mal.